Aber wir schaffen's. Jawohl, okay. Puh. Du, ganz ehrlich, ich ziehe jetzt hier eine Angriffslinie. Und weise dir alle Truppen zu und ihr dürft ausführen. Na, alle Truppen, nicht nur die bisschen, sondern alle. Ihr dürft ausführen. So. Hier muss man jetzt aufpassen, dass man nicht eingekesselt wird, aber es sollte eigentlich funktionieren. Ihr dürft mal hier angreifen. Hier wird angegriffen. Das ist problematisch, Leute. Können wir hier uns bewegen? Ja. Ah, es geht aber sehr langsam. Ah, ist das ekelhaft. Hallo. Oh, ich kann wieder den Angriff nicht abbrechen. Das ist echt schlimm. Hier sind wir auch abgeschnitten. Leute, Qing, China, warum kapituliert ihr nicht? Was ist euer Problem? Bitte aufhören auszuführen. So, ganz ehrlich, Mengkuku, ich hole mir jetzt mal deine Streitkräfte zu den Waffen rufen, dann müsst ihr eh mal reinkommen. So. Streitkräfte anfordern, alle 7 Divisionen, die ihr habt. Ist da auch jemand da oben eingekesselt von euch? Nee, gell? So, dann holen wir uns mal irgendeinen, der war verletzt, genau, der Siu Chunyun Takanaka. Und Takashi Sakai. Boah, jetzt wird es doch nochmal ganz schön spannend, Leute. Das hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Bringen wir den mal hier an die Front. Ist hier so eine Ablaufmission. Und ausführen bitte, genau. Und zwar auf aggressiv. Gut. Hier sind 300 von 200 Flugzeugen. Ihr dürft euch mal wieder nach da verlegen. Sehr schön. Und wir haben zu wenig Menschen für die Größe. Wir lassen euch mal aggressiv vorrücken. So. Ich dachte eigentlich, ich hätte euch schon auf aggressiv gestellt gehabt. Habe ich scheinbar nicht. So, wo bleiben die Divisionen? Okay, die werden erstmal strategisch hierher verlegt, das ist klar. Oh, Seishori Itagaki, ist es nicht sogar... Nee, das ist der andere. Seishori Itagaki, wo ist der? Seishori Itagaki, hier. Von der Armee 3, der Anführer, also von der, die gerade eingekesselt ist, der war wohl gerade im Geschehen drin. Boah, das wäre jetzt so genial, hier einen Logistik-Genie reinzupacken. Warum geht das nicht? Ach, das ist eine Feldmarschall-Eigenschaft. Ah. Das hatte ich nicht gewusst, okay. Trotzdem müssen wir dich, glaube ich, ersetzen, wenn du verwundet bist. Vorsichtig, politisch für ein Karriereoffizier, Kavallerieoffizier. Hast du irgendwas? Kommando, Infanterieoffizier, Karriereoffizier. Hitoshi Imamura. Komm. Du darfst dich beweisen in dieser prekären Situation, die diese Armee nun mal hat. Sind es eigentlich Kerngebiete Qing Chinas? Die organisierte Regierung von China? Nein. Das ist schon mal ein positiver Faktor. Wir können jetzt mal was Lustiges machen. Wir kesseln die mal ein. Ihr dürft ruhig angreifen, gell? Ihr habt den Befehl, aggressiv vorzurücken. Dann macht das bitte auch.
Es gibt das Wort Rückzug nicht in unserem Wortschatz, Leute. Einfach vorrücken. Vorrücken, nicht rückziehen oder so. Und was mir noch eingefallen ist, wir haben ja, wozu hat man schließlich Versorgungsflugzeuge? Haben wir welche bereits gebaut? Nein, haben wir nicht. Wieso haben wir keine gebaut? Ich dachte, wir hätten welche gebaut. Transportflugzeuge. Oh, wir produzieren 8,9 pro Jahr, so viele gleich. So, du da. Ja, komm, ihr kommt dann auch in diese Front. Irgendwas müssen wir ja machen, um die aufzuhalten. Die Qing-Chinesen. Boah, ich bin echt gespannt, ob irgendjemand aus dieser Armee überlebt. Heider, Zackner. Hört mal auf, euch zu bewegen, bitte. So. Was ist euer Problem? Ach so, ihr steht da jetzt. Hat. Ihr habt es geschafft, okay. Dann. Kommt. 1, 2, 3, 4, 5. Keine Ahnung. Ungefähr. Und einfach mal auch hier einen Ablaufbefehl und bitte ausführen. Und ihr lauft mal hierher zurück. Und ihr lauft mal auch hierher zurück. Weil ich euch gerne wieder zusammenlegen möchte. Das war eigentlich nur mal so eine. Ja, keine Ahnung. Einfach mal so, weil ich Bock drauf hatte, eine Marineoperation zu führen. Habe ich eine Marineoperation ausgeführt. Okay. Die Qing-Chinesen. Habe ich ja erzählt, oder? Dass dieser junge Mann, den man hier sieht auf dem Bild, dass der letzte Kaiser von China war. Wir erobern mal Peking zurück. Boah, wir haben so viel zu wenig Divisionen für diese Front. Hoi, der Zackner. Wie sieht's aus in dem Mandschukisch-Deutschen Krieg? Genau. 3 zu 12.000 Mann Verlusten. Und nein, ihr greift mal an und ihr greift woanders an, bitte. Hallo? Danke, so. Ihr greift mal hier an. Ihr greift auch mal hier an. Vielleicht gelingt es uns, die abzuschneiden und einfach mal hier ein paar Divisionen zu vernichten. Mhm. Also an sich sind wir in allen Punkten haushoch überlegen. Ich weiß es nur nicht, wie riskant man hier in so einer Situation vorgehen sollte auch. Mhm. Ja, unser Angriff wird auch weitgehend zurückgeschlagen. Okay, wir sollten uns aus Peking wieder zurückziehen, sonst werden wir noch hier eingekesselt. Ansonsten, ja. Boah, ist das bitter, Leute. Ist das bitter. Oh, die Qing-Chinesen haben auch viele Truppen, hey. Ich hätte die irgendwo auf eine einsame Insel verbannen sollen oder, keine Ahnung, auf eine Selbstmordmission oder so. Aber gut, ja, wir wollen ja auch rollenspielerisch agieren. Das ist natürlich irgendwie nicht im Rahmen des Rollenspiels vereinbar. Oh, interessant. 3 Divisionen haben hier eine Frontlinie. Ist jetzt die Frage, ob die in der Lage sind, per Konvoi da irgendwas rüber zu schicken, um diese vielen Divisionen, die hier eingekesselt sind, zu supporten. So, schauen wir mal. Forschungsteam, genau. Modernere Infanteriewaffen. 40er Technologie oder Industrie.
Ich glaube, Industrie ist erstmal wichtiger. Konzentriert Industrie 4. Auf jeden Fall sehr wichtig. Okay, eure Organisation ist komplett im Arsch. Blöd gesagt. Okay, ja, es scheint aber irgendwoher noch Versorgung zu bekommen, offensichtlich. So, schauen wir mal. Wir hatten schon mal einen Kampf um Tianjin und den haben wir glorreich gewonnen. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Okay. Ich glaube, wir lassen es mal besser. Wobei wir natürlich hier auch vor... Na, andersrum. Anders... Hallo. So, andersrum bitte. Einmal nach Tianjin vorrücken. Wenn es ohne Widerstand geht, dann wäre das köstlich. Oder weisen wir mal individuell zu. Ihr dürft natürlich hier auch vorrücken. Ja, das ist schon okay, wie ihr vorrückt. Ihr dürft auch. Ja, wunderbar, wunderbar. Wunderbar. So. Ihr dürft trotzdem so vorrücken. Ihr dürft erstmal gar nicht vorrücken und einfach schauen, dass ihr hier überlebt. Und ihr... Ja, zumindest einer von euch darf mal hier lang vorrücken. Er läuft in irgendeine Richtung? Ja, tatsächlich. Der läuft auch nach Tianjin. Verteidigt gewissermaßen den Hafen. Das hat schon so seine Richtigkeit. Jetzt ist nur die Frage, können wir den aufhalten? Nicht lange. Nee. Nicht wirklich. Wie steht's mit Qing China um Qing China, was auch immer? Wir können mal diesen Angriff unterstützen. Unsere Garnisonstruppe, aber mehr ist nicht möglich. So. Was sagen unsere... Oh. Oh, 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 oh. Wo sind unsere... Ah. Unsere Marine-Truppler. Oder wir machen mal eine richtig krasse Aktion und fahren einfach nach da. In der Hoffnung, dass irgendwas geht. So, wumm, wumm, wumm. Und dann nach da. In der Hoffnung, dass da keine Feinde stehen. Und wir da lockerflockig durchkommen. Ja, soviel zum Thema, gell? Ja, gut. Aber wir scheinen die ganz gut fertig zu machen. Ja, gut. Nee, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ich finde es gerade ausgesprochen bitter, Leute. Wie lange sich dieser Krieg hinzieht. Krass. Hier unten haben wir wenigstens einen gescheiten Kessel jetzt gebildet. Ich glaube, den werden wir auch mal auflösen versuchen. Boah, lol. Wie viele Divisionen das sind. Krass. So machen wir es. Ihr dürft mal versuchen, hier wieder rauszukommen. Ich hoffe, ihr schafft es. Ansonsten habt ihr halt Pech gehabt. Und ja, Qing China. Im Prinzip müssen wir auf Harbin vorstoßen. Vielleicht kapitulieren sie dann sogar. Das wäre natürlich was. So. Wenn sie Tianjin unbewacht lassen, nehme ich's. Das nehme ich. Ganz wunderbar. So. Qing China.
kriegen wir euch? Warum kriegen wir euch nicht? Weil ihr in Verteidigung verdammt stark seid. Erfahrung, Land, Kommandantenfertigkeit, Verschanzung. Ah, okay. Gut, na, ihr solltet insgesamt mal nicht so krass angreifen. Wir haben ja hier gleich Divisionen frei. Ah, hier, ja. Na, das ist einfach nicht ganz sauber hier. Ganz trocken. Boah, die Qing-chinesische Rebellion, das wird was, hey. Das wird in die Geschichte eingehen, Leute. Dieser heroische Sieg der Japaner über Qing-China. Wir vernichten hier an dieser Stelle massig Divisionen. Uiuiui. Jede Menge Divisionen wurden überrannt. Und ihr dürft jetzt mal alle hier einströmen. Okay, wir haben jetzt Teile Menkukus unbewacht gelassen. Das, ja, sind wir bereit zu riskieren. Also waren wir nicht nur, sind wir bereit zu riskieren. Ein paar Entsatzangriffe regeln. Und der neue Panzer, sehr schön. Der neue leichte Panzer. In der Situation weiß ich nicht. Glaube ich, ist es trotzdem am sinnvollsten, weiter Bauwesen 4 zu erforschen. Einfach für Industrie. Und klar, wir werden auch mal den neuen Panzer bauen. Haben wir so viel Ausrüstung verloren? Echt jetzt? Hier? Boah. Durch Verschleiß jede Menge. Krass. Ja. Das haut rein. Die sind jetzt kälteakklimatisiert, hoffe ich mal. Ja, 100%. Sehr schön. Und diese Kessel werden gleich mit unserem Mainland wieder verbunden, sobald wir hier den Krieg abgeschlossen haben gegen Qing-China. In der Hoffnung, dass wir 100% ihres Landes annektieren können. Ich weiß gar nicht, ob ich das Land annektieren möchte oder ob ich nicht da irgendwie einen Marionettenstaat erstelle oder so. Vielleicht die zweite reorganisierte chinesische Regierung einbaue. Diesen Kontext. Wohin lauft ihr eigentlich? Ach ja, ihr lauft hier diesen Weg. Okay, so einmal diesen Weg. Gut, den lauft ihr Reiter, genau. Dann schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben, weil das war jetzt wirklich eine lange Folge. Okay, wir sind bei 36 Minuten. Das ist an sich schon eine XXL-Folge, aber ich glaube, ich werde trotzdem nochmal ganz kurz weiterspielen. Einfach aus dem Grund, weil ich noch das Ende Qing-Chinas erleben möchte. Und wir werden diesen Verräter vermutlich erhängen oder so. Aizin Gioro Puyi. Vielleicht werden wir ihn auch einfach zu einem neuen Marionettenstaat machen. Das könnte auch sein. Schauen wir mal.